Hallo und willkommen bei LiveTech.de. In diesem Video zeige ich euch, wie man drei oder mehr Monitore an einen PC anschließen kann. An die meisten PCs kann man ohne Probleme zwei Monitore anschließen. Wenn man aber zum Beispiel effizienter arbeiten möchte oder noch einen älteren Monitor zu Hause herumstehen hat, den man als dritten Bildschirm anschließen möchte, wird es schwieriger. Das Problem bei Grafikkarten ist, dass man höchstens zwei Monitore gleichzeitig über die VGA, DVI oder HDMI-Anschlüsse verbinden kann. Auch wenn man noch einen dritten dieser Steckplätze frei hat, kann man nur zwei Monitore gleichzeitig benutzen. Um jetzt auch noch einen dritten Monitor anzuschließen, benötigt man einen der folgenden zwei Adapter. Für die erste Variante benötigt man einen DisplayPort-Anschluss an der Grafikkarte des PCs. Solltet ihr einen solchen Anschluss an eurer Grafikkarte haben, müsst ihr euch nur noch einen aktiven DisplayPort-Adapter kaufen. Es ist sehr wichtig, dass es ein aktiver DisplayPort-Adapter ist, da es auch passive Adapter gibt, mit denen es jedoch nicht funktioniert. Ich habe euch mal einen Link in die Videobeschreibung gepackt, über den ihr zum Adapter kommt, den ich auch benutze. Wenn ihr diesen gekauft habt, müsst ihr ihn nur noch an den DisplayPort anschließen und über ein Kabel mit eurem Monitor verbinden. Der Adapter benötigt keine weiteren Treiber und ist deshalb sehr einfach einzurichten. Wenn man mehrere DisplayPort-Anschlüsse am PC hat, kann man sogar je nach Grafikkarte bis zu 6 Bildschirme gleichzeitig anschließen. Solltet ihr jedoch keinen DisplayPort-Anschluss an eurem PC haben, gibt es auch noch die Möglichkeit, einen USB-Adapter zu kaufen. Dieser verbindet euren Monitor über einen USB-Anschluss mit dem Computer. Man muss einfach nur ein USB-Kabel an den PC anschließen und dieses verbindet man dann mit dem Adapter. An den Adapter schließt man das Kabel des Monitors an. Bei dem USB-Adapter muss ich euch jedoch warnen, da es möglicherweise zu Problemen mit dem System eures Computers kommen kann. Das Kaufen von dem USB-Adapter geschieht deshalb auf eigene Gefahr. Deshalb muss ich euch auch von dem USB-Adapter abraten, der aktive DisplayPort-Adapter funktioniert jedoch einwandfrei. Ich benutze den DisplayPort-Adapter schon seit einigen Monaten und hatte bisher noch keine Probleme mit ihm. Mein Fazit also, einen dritten Bildschirm anzuschließen ist gar nicht so schwer. Man muss einfach nur den aktiven DisplayPort-Adapter für ungefähr 30 Euro kaufen und schon kann es losgehen. Zudem ist die Einrichtung kinderleicht. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen, lasst es mich doch mit einem Kommentar oder einem Daumen hoch wissen. Vergesst außerdem nicht, mich zu abonnieren, um keines meiner wöchentlichen Videos zu verpassen. Das war LiveTech.de mit einem kleinen Ausflug in die Welt der Technik und ich bedanke mich, dass ihr dieses Video gesehen habt.